Hallo Leute, mein Name ist Hotzesee und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Heute müssen wir uns um diese zwei Bänder kümmern. Da kommt zu wenig und es kommt zu wenig, weil zu wenig in die Schmelzen reingeht. Nun, wenn wir auf unsere Karte schauen. Hier unten haben wir ein paar Kupferfelder. Aber ich denke, die müssen wir dann mit der Eisenbahn anbinden. Aber vielleicht bekommen wir dieses Steinfeld nicht allzu groß hier ran. Wir werden einiges an Bänder dafür brauchen. Weiß nicht, ob ich genügend habe. Aber marschieren wir doch zuerst mal zum Band, zum Feld da oben hin, platzieren die Förderer, ein paar Türme, denn die Aliens da oben, die sind schon wieder am Rande unserer Verschmutzung, aber hoffentlich haben wir bald genügend Energie, dass wir uns Lasertürme auch im größeren Maßstab leisten können. So. Hier. Und wir werden nur ein Band runterlegen, denn wir brauchen nicht wirklich so viel Stein. Aber wir brauchen kontinuierlich Stein. So. Verbinden wir das noch ein bisschen mit Strom. Und wo kommen wir am besten an Strom hin? Und dann hier ein Turm. Da ein Turm und ein bisschen Munition rein, dass die Türme auch was nützen. Gut. Und dann geht's mit dem Förderband hier nach unten. Ich denke, das können wir dann da parallel zum Eisenband legen oder Eisenerzband. Eisen ist es hier noch nicht. So, die Richtung muss es gehen. Und das waren alle Fließbänder, aber wir sind ja schon wieder in der Nähe von unserem Nachschub. Kann ich mir
mich wieder eindecken. 400 sollten genügen. Und es sieht ganz danach aus, als ob unser Kupfer nun endgültig alle ist. Ja. Gehen wir mit dem Stein hier durch. Verbreitern die Schneise ein wenig. Das ist Stahl. Dann gehen wir hier ran und Priorität auf dem Feld, das wir da unten haben. Ach. Ein bisschen kommt da noch. Die Waggons, die stehen schon da. Aber ich brauche noch einen Bahnhof, wahrscheinlich ein paar Gleise und eine Lokomotive. Die Lokomotive könnte ein bisschen ein Problem sein. Wahrscheinlich auch ein paar Förderbänder. Wir haben nicht Lokomotive. Wir haben sogar mehr als eine. Gleise. Idealerweise auch Mauern. Aber sieht nicht danach aus, als ob wir uns das im Moment leisten können. Hier ist unser fahrbarer Untersatz. Dann kümmern wir uns doch zuerst mal um die Lokomotive. Das ist der Kupferzbahnhof. Dann fehlt uns... Irgendwas stimmt hier nicht, dass die hier warten. Hier ist alles rot. Weil uns die Signale hier oben fehlen. Die braucht es natürlich auch. Und jetzt fahren sie ein. Gut, dann schauen wir, dass wir zu unserem Kupferfeld kommen. Hm.
ich das hier nehmen oder das hier? Ich denke, das hier unten ist vielleicht etwas günstiger. Denn da kann ich das ist näher an unserer Base, so dass vielleicht das Problem mit der Verschmutzung nicht ganz so intensiv zutage tritt. Ja. Ist uns hier was im Weg? Sehr schön. Das ist nicht Uranerzfeld, sondern Kupfer. Kupfererzfeld. Dann brauche ich ein paar Kisten und natürlich gehen mir die Greifarme aus, aber das soll nicht das Ende der Welt sein. Und ich habe auch zu wenig Förderer, aber wir sind hier auf einem guten Weg. Muss ja sowieso noch die Gleise bis nach oben durchziehen. Bis ich dann da bin, fehlt mir vielleicht sonst noch einiges. Sehr schön. Hier gehen wir raus, das heißt, hier brauchen wir so ein Signal. Und hier gehen wir rein. Das heißt, hier und hier haben wir so ein Signal. Dann brauchen wir noch ein paar Masten und die Signale dazu. Dann können wir dann auch schon das Feld anschließen.
Zu wenig Kisten. Gibt's hier gar nicht. Auch hier. Ein Radar. Haben zwar da gleich nebendran eins. Ich brauche Greifer und Förderer. Bekomme ich hier oben? Davon sollten reichen und hiervon auch. Okay, Stein kommt schon. Das ist schon. Fahren wir nicht in den Zug rein. Gut. Das war's von den. Reifen. Machen wir hier eine Linie, hier eine Linie. Mache erstmal nur 4. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir auch alle Waggons beladen. So. Ich gehe davon aus, dass wir hiermit dann wieder Stromprobleme bekommen. Brauchen ja doch einiges an Energie. Aber wir können nun den Zug hier nehmen. Das ist Kupfererzbahnhof Ausladung. Leeres Frachtinventar. Kupfererz voll. Volles Frachtinventar. Und los geht's.
Wieso bist du schon wieder zurück? Irgendwas geht da nicht ganz auf. Vielleicht sollte ich da unten auch ein paar wird beladen. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, das reicht. Und die hier, ja, hier unten werden wir auch Probleme bekommen. Ja, da kommt sie schon, aber Laser hilft. Sehr schön. Okay, wir bekommen mehr Kupfererz. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, das letzte Teil vom Puzzle, dass das Kupfererz vom Bahnhof dann auch in die Schmelze kommt. Und derzeit haben wir nur eine Schmelze. Das heißt, die vier Bänder müssen wir dann zusammenlegen. Und Bänder alle. Dann hier etwas klären, das ist das alte vom Eisenerzfeld. Brauchen wir nicht mehr. Aber ich denke, ich brauche etwas mehr, als ich hier habe. Machen wir hier mal einen Teiler. Dann hier unten irgendwo da kommt das Kupfer schon. Könnte sich gerade so ausgehen.
Sehr schön. Das Kupferproblem ist auch gelöst. Das heißt, nächstes Mal brauchen wir neue Forschungspakete, damit wir wieder forschen können. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schaltet dann auch nächstes Mal wieder ein zu mehr Factorio. Bis dann. Tschüss.